Ja, auch nochmal von mir herzliche Grüße auch von Herrn Brauchsiebeck, der gerne gekommen ist. Der ist eigentlich in dem Themenfeld sehr engagiert. Rund um Arbeitsqualität, Arbeitsbedingungen, Unternehmenskultur haben wir auch die Initiative Neue Qualität der Arbeit, die auch immer Gesundheitsgefühl unterstützt. Und er ist ja auch Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen der CDA, Christliche Demokratische Arbeitnehmerschaft, konnte nicht, weil er andere Verpflichtungen in Berlin hat. Dort gibt es zurzeit, heute auch, soviel ich weiß, Gespräche, die uns hier auch von Bedeutung sind und die uns auch betreffen. Es gibt eine Initiative der IG Metall hinsichtlich auch zu Regelungen zu kommen, um die psychischen Belastungen, Stressverordnung und finden heute Gespräche statt in Berlin. Dazu können wir wahrscheinlich auch in der Arbeitsgruppe bei Bedarf auch mal kurz streifen, inwieweit so eine Stressverordnung wie aussehen könnte oder was sie für Sinn macht, welche Ergänzungen sie vielleicht vollziehen können. Herr Brauchsiebe ist ja parlamentarischer Staatssekretär und dafür auch zeitgleich Abgeordneter im Bundestag und damit Politiker. Beitrag der Politik für unser Themenfeld ist es natürlich immer gut, wenn das Politiker vortragen und nicht Fachbeamte. Unser Job ist Politikberatung und inhaltliche Gestaltung der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Wir sind heute hier mit drei Kollegen. Marianne hat das schon vorgestellt, Peter Kraus-Hoffmann und auch mein Kollege Harald Schmidt ist diesmal dabei, hält ja auch noch einen kleinen Vortrag heute Nachmittag. Das ist sicherlich auch ein interessanter Ansprechpartner, weil er in dem Referat das Zentrale für das Betriebsverfassungsgesetz und dann für die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer zuständig ist. Das Thema des Gesundheitsgipfels ist ja Führung. Ich hatte mich gerade vorgestellt, das ist mein Kollege Harald Schmidt. Und Führung im Wandel und ganz wesentliche, auch große Fragen, Arbeitsmarkt, volkswirtschaftliche Fragen, lassen sich letztendlich runterbrechen auf die Fragen zu Unternehmenskultur und zu Führung. Hier nur einige Aspekte und ich will mal, weil die Debatte heutzutage überall ist, zur europäischen Krise, Finanzkrise. Und da fragt man sich ja immer, Deutschland hatte einen starken Einbruch im Wachstum 2009, aber einen sehr geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Verhältnis zu allen anderen europäischen Staaten. Nur, das ist sicherlich nur ein ganz kleiner Aspekt, warum Deutschland hier besser aus der Krise herausgekommen ist. Wir haben in den Betrieben Fachkräfte gehalten und das ist natürlich das, was auch heute noch eine zentrale Rolle spielt. Es gibt nichts Wichtigeres als Fachkräfte. Es ist teurer, neue Arbeitskräfte zu finden, als die bisherigen zu halten und an das Unternehmen zu binden. Und diese Bindung von Beschäftigten hat natürlich viel mit Führung zu tun, mit Arbeitsfähigkeit erhalten, Beschäftigungsfähigkeit erhalten. Und hier ist insgesamt unser Bestreben, ein Bündnis der Vernunft zwischen den Sozialpartnern und der Politik hinzukommen. Das war
in der Krise so rausgekommen sind, viel unterstützt mit Kurzarbeitergeld, zeigt aber, gibt einen Hinweis darauf, wie wichtig denn der Aspekt der Wertschätzung der Beschäftigten ist. Und es lohnt sich genau an diesem Punkt weiterzuarbeiten und noch besser zu werden, um erfolgreich zu sein. Da sehen wir hier in dieser Grafik, kann man das sehr gut sehen, die Bevölkerung 2010 ist die blaue Linie, die gelbe Linie Bevölkerung 2030. Und da sehen wir, dass die Bevölkerung, vor allen Dingen im Arbeitsfeld, die Erwerbsbevölkerung stark zurückgehen wird. Und da müssen wir uns natürlich darauf einstellen, müssen die Betriebe sich darauf einstellen, die Betriebsräte darauf einstellen. Und das gibt auch einen erheblichen Wandel in den Grundaussagen. Wir sehen die Entwicklung, dass sich die Situation am Arbeitsmarkt ändert. Nicht mehr die Unternehmen sind alleine diejenigen, die da dominieren, sondern immer mehr auch die Beschäftigten können Bedingungen stellen zu ihren Arbeitsplätzen. Die Arbeit in den Betrieben, wenn ihr euch den Rückgang der Erwerbsbevölkerung vor Augen führt, kann man die Veränderung durch vier Begriffe gut charakterisieren. Wir haben eine ältere Belegschaft, wir müssen uns um die Jüngeren kümmern, wir müssen uns um die Migranten kümmern und um die Frauen. Die Frauenerwerbstätigkeit wächst. Wir müssen da aber genau, wenn wir uns da genau reinschauen, dann ist im gesamten Arbeitsvolumen der Frauenanteil ziemlich konstant. Das heißt, wir sehen die Entwicklung, dass immer mehr Teilzeit kleinteiliger wird. Und hier ist ein besonderer Aspekt: Alleinerziehende, das sind keine Randerscheinungen mehr. Sie sind jung, sie sind gut qualifiziert. Trotzdem haben wir das Problem, dass 40% Langzeitarbeitslos sind. Und hier fehlen Betreuungsangebote oder geeignete Arbeitsplätze mit der entsprechenden Flexibilität. Jede fünfte Frau mit Kind unter 3 Jahren muss mitarbeiten, will es aber, weil Arbeit mehr ist als Brot. Zum Thema Ältere. Die Bindung der Arbeitnehmer geht auch dahin, dass wir Ältere, nicht nur bis 60, wir hatten ja früher bis noch vor kurzem den durchschnittlichen Renteneintrittsalter bei 60,1. Die demografische Entwicklung ist so, dass die Älteren bis nach einer entsprechenden Entscheidung länger arbeiten sollen bis 67. Das bedeutet natürlich eine extreme Herausforderung, dass das in den Unternehmen auch die entsprechenden Maßnahmen ergriffen wird, damit die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit erhalten wird. Anderer wichtiger Aspekt ist, junge Menschen, ich kenne die Jugendarbeitslosenzahlen aus anderen europäischen Ländern mit deutlich über 20%. In Deutschland ist er entspannt, aber uns fehlt der Nachwuchs. Wir haben nicht so viele junge Menschen mehr, aber auch klar ist, dass wir jedes Talent brauchen, dass wir auf keinen verzichten können.
Wir haben immer noch die Situation, dass 250.000 arbeitslose Jugendliche, im Mai, Juni waren es genau 254.000 arbeitslose Jugendlichen, die von staatlicher Unterstützung leben. Das heißt, 254.000 Mal passt Mensch, Job, Angebot und Nachfrage nicht zusammen. Und 250.000 Mal sagen wir, du wirst nicht getraut. Und das ist, auch wenn wir im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern gut dastehen, das ist unbedingt zu bearbeiten. Und hier, das ist auch eine Frage der Unternehmenskultur, hier vielleicht nicht immer ausbildungsreife Jugendliche an Arbeit heranzuführen. Und das ist auch ein großes Thema der Arbeit, der Unternehmenskultur und der Führung. Ein besonderer Aspekt hier noch, Jugendliche mit Migrationshintergrund. Hier haben wir natürlich überdurchschnittlich viele ausländische Schulabgänger, die ihre Schullaufbahn doppelt so häufig ohne einen Abschluss verlassen. Und obwohl gerade die Jugendlichen bei dem Fachkräftemangel eine wichtige Basis für unsere zukünftigen Fachkräfte bilden müssen. Das ist eigentlich, finde ich, sehr wichtig, dass das für die gesellschaftliche Stabilität, dass wir sagen, es muss der Staat, die Gesellschaft, muss in der Lage sein, den Jugendlichen die Chancen zu geben, unabhängig von der Herkunft, unabhängig vom Erfolg in Schule und Beruf, die Chancen zu geben, sich in Arbeit weiterzuentwickeln. Und hier ist sicherlich auch eine Veränderung in der Unternehmenskultur notwendig, auch bei dem Recruitment von jungen Menschen achtet man sehr darauf, im Moment, was ist die Qualifikation. Wir müssen mehr dahin, was sind für Potenziale, was für Talente haben die Jugendlichen und die anderen, das Fachwissen und die anderen Sachen müssen entsprechend ausgebildet werden. Das sind unsere Grundüberlegungen, die uns zu einer Neupositionierung der Initiative Neue Qualität der Arbeit geführt haben. Und es ist auch, da sind auch einige Aspekte eingeflossen, die wir hier am letzten Gesundheitsgipfel gesprochen haben. Und die will ich mal kurz skizzieren. Die Resolution und die Diskussion, die wir im Anschluss daran geführt haben, waren maßgeblich auch für die Neupositionierung von Ingwer notwendig, maßgeblich. Das ist die Situation der Betriebe. Globaler Wettbewerb, demografischer Wandel, rasanter Strukturwandel. Das Besondere ist, dass wir nicht jedes Phänomen einzeln auf betrieblicher Ebene beackern müssen, sondern dass die Bündelung ist ein neues, übergreifendes Themenfeld für Unternehmen, Staat, Sozialpartner. Und jeder einzelne Akteur wird scheitern, wenn er meint, er könne das Problem allein lösen. Und das ist eigentlich die Basis unserer Überlegungen, eine Initiative breit aufzustellen, um den Unternehmen die entsprechenden Vorschläge und Maßnahmen zu machen. Hier noch eine Grafik, die das, glaube ich, ganz gut verdeutlicht. Der traditionelle Arbeitsmarkt, das, was viele Betriebe bisher gemacht haben, vereinbart Arbeitsleistung, Lohn. Es gab einige Betriebsvereinbarungen, aber im Prinzip konnte man sich auf betrieblicher Seite darauf beschränken. Heutzutage sind weitere Aspekte zur
Absicherung im Alter, Betriebsrenten, Arbeitszeitkonten in verschiedenen Formen, Gesundheitsmanagement, Kinderbetreuung, viele Aspekte, die da eine Rolle gespielt haben. Und da habe ich jetzt im Urlaub ein interessantes Interview gelesen mit Herbert May und einer ganz junge Frau, die ein Buch geschrieben hat und die praktisch über ihre unterschiedlichen Einstellungen zur Arbeit diskutiert haben. Und Herbert May, früher Vorsitzender der ÖTV, sagt, als ich vor der jetzt zu Fraport, Arbeitsdirektor bei Fraport ist, der sagt, als ich vor 10 Jahren zu Fraport kam, waren Betriebskrippen undenkbar. Sogar der Betriebsrat war dagegen, wieso für so wenige etwas tun, das so viel Geld kostet. Wenn, dann schütten wir für alle was aus. Jetzt haben wir 3 Krippen und ein Ad-Hoc-Betreuungsangebot. Anfangs war das eine Sozialleistung. Dann merkte man, dass die Fehlzeiten der Beschäftigten älter zurückgingen. So wurde es eine betriebliche Maßnahme zur Reduzierung von Fehlzeiten. Mittlerweile ist es ein Personalmarketing-Instrument. Wenn Sie junge Leute für sich begeistern wollen, ist das ein Argument. Ich finde, ganz kurz, knapp, aber macht diesen Paradigmenwechsel, glaube ich, ganz sehr, sehr deutlich. Das, was wir seitens des Arbeitsministeriums machen können, seitens des Staates, ist, einen verlässlichen Ordnungsrahmen zu schaffen, Mindeststandards durch Rechtsetzung. Das ist aber nicht alles. Unternehmenskultur, gute Führung können wir nicht verordnen. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, auch der Staat, Projekte fördern, sich aktiv am DGW-Gesundheitsgipfel beteiligen. Das sind, glaube ich, Aufgaben, die zusätzlich dem Staat beim Staat notwendig werden, weil tatsächlich die Grenzen zwischen Wirtschaft und Staat, die verflüssigen sich. Einerseits muss der Betrieb, Kinderkrippen, Altersvorsorge und viele Aspekte, die ich eben genannt habe, mit Regeln, eigentlich staatliche Aufgaben. Auf der anderen Seite interveniert der Staat bei bestimmten Fragen in originären wirtschaftspolitischen Fragen, wie zum Beispiel Frauenquote, sich einzumischen, wie die Führungspositionen besetzt sind, oder Vorstandsgehälter oder. Das heißt, für mich verflüssigen sich hier klar die Grenzen zwischen Staat und Wirtschaft in immer mehr Gestaltungsfälle. Und hier den Austausch zu suchen mit den betrieblichen Akteuren und den Wirtschaftsverbänden sowie den Gewerkschaften, halten wir für sehr wichtig. Inka ist schon ein großes Netzwerk, viele von Ihnen kennen das, einfach auf inka.de schauen. Das ist der neue Steuerkreis, setzt sich zusammen aus Vertretern der Wirtschaftsverbände, sind 5 Wirtschaftsverbände, WDA, DIHK, ZDH, Gesamtmetall und Arbeitgeberverband Chemie. Auf der anderen Seite entsprechend 5 Gewerkschaften, die dort vertreten sind, neben DGB, IG Metall, IGBCE, Verdi und NGG. Zusätzlich haben wir noch Themenbotschafter, die das Thema inhaltlich vorantreiben. Wo sind denn da die Betriebsräte? Bitte? Wo sind denn da die Betriebsräte? Ja, eben. Die kann man in so einem zentralen Mitteilungsgremium nur schwer direkt einbeziehen, weil das natürlich eine bundesweite Regelung ist, aber es gibt eine ganze Menge
an Projekten, also Ober- und Regionalprojekten, wo dann die Betriebsräte und die Unternehmensvertreter vor Ort aktiv sind und wo wir nach guten Lösungen suchen. Bitte? Also ich würde vorschlagen, weil es ja auch sicherlich eine spannende Diskussion ist, dass wir die in die Arbeitsgruppen vertagen und André, dass du so langsam zum Schluss kommst, wie das möglich ist. Ja, ich will Ihnen noch drei Sachen näher bringen. Das ist einerseits das, was wir erarbeitet haben für mittelständische Unternehmen. Selbstcheck, guter Mittelstand sind auch viele Fragen zu den Themenfeldern drin, die wir haben. Dann haben wir als weiteres Angebot demnächst ein Coaching, Entwicklung eines freiwilligen Audits, wo all die Aspekte einer Unternehmenskultur berücksichtigt werden müssen, wo dann Arbeitgeber der Zukunft praktisch auch als Gütesiegel zur Verfügung steht und dann auch ein Benchmark, wo sich die Unternehmen, die schon aktiv sind, daran beteiligen. Dann haben wir noch ein interessantes Programm, was wir aufgelegt haben für Unternehmen bis 250 Beschäftigte. Hier können Unternehmen als auch Betriebsräte Informations- und Beratungsleistungen, Fachberatung in Anspruch nehmen durch entsprechende Beratungschecks. Die werden gefördert. Mit dem Ziel, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, sie zu unterstützen, in diesen Fragestellungen nicht alleine zu lassen, sondern durch eine entsprechende Fachberatung. Das sind ganz konkrete Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Eine ganz interessante Geschichte werden wir heute auch noch vorstellen zum Thema psychische Belastungen. Die werden wir heute vorstellen, ein schönes Inkubator-Projekt mit konkreten betrieblichen Maßnahmen. Eine Mappe haben Sie ja schon auf den Tisch bekommen. Stress mit dem Stress. Dazu haben wir weitere Unterstützungsmaterial erarbeitet. Das sind, glaube ich, ganz konkrete Hilfestellungen, die